So. Hallo, Toni. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen, sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ja, ich werde das Erbstück beschaffen. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Wie willst du denn an den Weißen vorbeikommen? Das überlege ich mir unterwegs. Na gut, ich warte hier. Gut, dann schauen wir mal. Na, was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Nein, ich doch nicht. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don. Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Toni. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ach, aber Hernandez. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Ich werde dir bei deinem Problem mit Toni helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Ich hörte, der Don hat noch so einiges hier im Haus zurückgelassen. So. Und was soll das sein? Angeblich soll hier noch ein Erbstück des Don versteckt sein. Ein goldenes Amulett. Unsinn. Wir haben alles durchsucht. Sowas wäre uns aufgefallen. Wer hat dir denn diesen Quatsch erzählt? Dieser Mistkerl Toni wahrscheinlich, was? Lass dich nicht verarschen, kann ich dir nur raten. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich. Ja, wenn Toni das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein, aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Ha! Du Großmaul, du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge.
Ich mach keinen Unsinn, keine Sorge. So, was haben wir denn hier? Goldmünzen. Eine Bank, da können wir mal rauchen. Ja, sieht mich hier jemand? Schnell einpacken. So. Da hinten ist ein Raum, dann wird es wahrscheinlich das Bild sein, oder? Ha! Tatsache! So, was haben wir denn hier? Das Amulett des Don, ein Trank und eine Nautilus-Verwandlung. Ein Buchständer. Interessant. Und nochmal von vorne. Ach. Und nochmal. Geht doch. So. 144 Gold, wenn ich es richtig lese. Ja. So. Sonst hier noch irgendwo was? Nee, gut, dann schauen wir hier noch mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier noch Feines? Wie geht's? Du, das ist gerade ganz schlecht. Ach, okay. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Hier ist keiner, der mich beobachten kann. Gut, dann. Hä? Hat er trotzdem nicht gesehen. Penner. So, das haben wir auch nochmal. Mache ich mir mal noch ein bisschen Fleisch. Sieht richtig lecker aus. Was habe ich hier? Achso, ein Rezept im Brathering mache ich mir auch noch. Dann schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter in dem Häuslein um. Lecker. Dass der da sitzt, das gefällt mir überhaupt nicht, aber egal. So. Eine Bank, wo geht's hier hin? Ein Bett. Gut, hier ist nichts weiter als hier. Schrank. Oh, alles mitnehmen. Nicht hier jemand? Ne. Schatztruhe. Komm. Ach, verdammt. Und? Scheiße. Wer sagt's denn? So. 250 Gold und ein Wolfsfell. Na, das ist doch was. Haben wir jetzt 1000 Münzen. So, das nehmen wir auch alles mit. Ja, dann. Hallo, Olf. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf 3 sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind 3 seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Ja gut, ich kann mir schon denken, welche Goldschale das ist. Das war bestimmt die im Leuchtturm. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen.
Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Das kann ich mir vorstellen. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Das mache ich schon. Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Wie zieht man 3 große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Gut, dann... Ich bringe euch aus der Stadt. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Alles klar. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Zeig mir, wie man schürft. 100 Gold und 5 Lernpunkte. Na, Heidewitzka. Zeig mir, wie man schürft. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich, aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Ja. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Wer von euch ist eigentlich der Älteste? Bist du völlig verblödet? Wir sind Drillinge, Mann. Wir sind alle gleich alt. Ach ja, ich Trottel. Tja. Hat keiner gesehen? Okay. Ach, musst du jetzt hier stehen? Probier mal was. Sieht der mich hier, wenn ich jetzt... Nicht gut. So. Kann er mal hier weggehen, oder... Wenn ich jetzt hier in die Schatztruhe gehe, sieht er mich hundertprozentig. Nochmal speichern. Ah.
oder? Das Schloss ist zu schwierig für mich.